Liebe Fußballmanager und Fußballmanagement-Interessierte, heute das Video ist über ein Thema, wo ich mich ein bisschen immer von ferngehalten habe, weil bis jetzt, weil es halt ein Thema ist, wo ich der Meinung bin, dass man damit sehr verantwortungsbewusst umgehen muss. Es geht nämlich heute ums Thema Nachwuchs und muss man halt sich bewusst sein, wenn man da Tipps, Ratschläge gibt, dass das halt auch Auswirkungen haben kann, die vielleicht nicht immer optimal sind. Also nur zum Wohle der Kicker. Ich meine jetzt nicht zum Wohle des Vereins. Also das kann natürlich auch passieren, aber da glaube ich, sind Ratschläge dann auch relativ egal. Aber dieses Thema habe ich auch schon, ist jetzt nicht so, dass ich mich damit nicht schon ein bisschen länger beschäftige. Ich habe beispielsweise meine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben. Und auf das Thema möchte ich heute auch mal eingehen. In meiner Bachelorarbeit habe ich mich gefragt, welche Auswirkungen es auf die Marke des Fußballvereins hat, wenn die Spielphilosophie vom Jugendbereich bis zur Profimannschaft exakt dieselbe ist. Ob das positiv sich auf die Marke auswirken kann und ob dadurch die Marke gestärkt wird. Da kann ich schon sagen, ja, aber ich möchte in diesem Video auf zwei unterschiedliche Markenpositionierungen eines Fußballvereins eingehen, nämlich genauso noch genau das Gegenteil. Was für mich ganz klar ist, ist, dass ein Nachwuchs so aufgebaut werden muss, dass ein Spieler möglichst viele unterschiedliche Trainer am Nachwuchs hat. Das heißt, egal welche Spielphilosophie, welche Spielidee ein Verein hat, welche Spielidee ein Trainer hat. Der Verein, trotzdem muss der Verein viele unterschiedliche Trainer haben. Weil ich glaube, dass jeder Trainer ein bisschen anderen Führungsstil hat. Und ich denke halt auch, dass es einem Spieler sehr gut tut, mal zu gucken, wie es ist, wenn ich mal einen strengeren Führungsstil habe oder wenn ich mal einen kumpelhafteren Trainer habe. Und dementsprechend ist, glaube ich, ist dieser Unterschied sehr, sehr wichtig für die Entwicklung. Und ja, und dann unterscheide ich in der fußballerischen Ausbildung zwischen zwei Extremen. Und das eine ist, der Verein bildet komplett variabel aus. Variabel heißt, dass die Trainer im Nachwuchsbereich nicht nur von der Führung her komplett unterschiedlich sind, sondern auch von dem Blickfeld, wie sie Fußball sehen. Also die haben komplett konträre Spielideen und das kann natürlich dann dazu führen, dass ein Spieler in der B-Jugend jedes einzelne Spiel macht, Stammspieler wird und weil er extrem gut in die Spielidee passt und dann in der A-Jugend aber plötzlich gar nicht mehr spielt, weil er aus irgendwelchen Gründen nicht mehr passt. Oder ja, und bei einer einheitlichen Spielphilosophie oder Spielidee wäre es dann natürlich ein bisschen anders. Also ich würde nicht so weit gehen, dass man es schafft, dass jeder Trainer genau die exakt gleiche Spielidee verfolgt im Nachwuchs. Aber wenn die Prinzipien schon mal stimmen, und wenn das dann auch noch mit dem Profibereich gekoppelt ist, dann lernt der Spieler ja Fußball so zu interpretieren, wie er es im Profibereich hinterher anwenden soll. Und dementsprechend sehe ich darin dann den Vorteil, dass er dann sich schneller in die Profimannschaft integrieren kann, fußballerisch, und dann auch schneller etablieren kann. Aber ja, also variabel wäre dann das Ziel. Wir bilden unsere. Also bei der variablen Ausbildung ist für mich immer das Ziel, wir bilden unsere Spieler für den Nachwuchsbereich aus und die einheitliche Spielphilosophie würde dazu führen, dass man sich auf die Fahne schreibt, wir bilden für unsere Mannschaft aus. Dazu gehören natürlich noch ein paar Sachen, die dann gemacht werden müssen, während bei der variablen Ausbildung, da kann man theoretisch den Cheftrainer und die Spielphilosophie der ersten Mannschaft
immer wieder wechseln. Das ist ja egal, weil die Spieler, die nachkommen, könnte man dann anpassen. Also da könnte man dann die Spielidee anpassen, wenn man das möchte. Und bei der einheitlichen Spielphilosophie, wenn man da häufig den Trainer wechselt, dann das würde mich schon wundern, wenn man das koordiniert bekommt, weil das würde ja heißen, ich wechsle oft den Trainer, aber nicht die Spielphilosophie und nicht die Spielidee. Und das funktioniert meiner Ansicht nach nicht. Das heißt auch, wenn ich mich hinsetze mit einem Nachwuchstalent als Manager und ihm sage, ja, du darfst bei uns kicken, wir hätten dich gern in unserer Mannschaft, aber du musst wissen, wir haben eine einheitliche Spielidee, die ist, weiß ich nicht, Gisdol, Catenaccio, was weiß ich, ist ja egal, welche, Hauptsache es ist eine eigene. Plötzlich hat die erste Mannschaft Erfolg und die wechseln und plötzlich wird in der ersten Mannschaft der Trainer gewechselt und plötzlich wird dann da irgendwie ein Kurzpass Tiki-Taka etabliert. Ob es so schnell möglich ist, weiß ich nicht, aber wenn man sich dann vorstellt, was das für eine Auswirkung auf den Nachwuchs hat, die dann ja auch alles umstellen müssen, Trainer, die auf Defensivfußball, auf langen Ball spezialisiert sind, müssten dann versuchen, einen Kurzpassfußball zu etablieren. Darum bin ich der Meinung, einheitliche Spielidee und also vom Nachwuchsbereich bis zu den Profis, inklusive Amateurmannschaften, da ist es nicht möglich, viele Profitrainer zu wechseln. Das heißt, es geht da auch sehr viel um Kontinuität in der Führung, sowohl in der Managementführung als auch beim Trainer. Und beim Variablen, da kann man natürlich immer einen Trainer wechseln, wenn es nicht so richtig gut läuft. Dann ist natürlich eine wesentliche Frage, welchen Einfluss hat denn sowas auf die Marke? Also jetzt könnte man sagen, ja, ist nur der Nachwuchs, aber wenn man beim Nachwuchs genau das Gleiche sieht wie bei den Herren, hat man erstmal das Positive, dass die Fans, die wirklich wegen des taktischen Fußballs ins Stadion gehen, die werden nicht großartig unterscheiden zwischen U21, erste Mannschaft oder vielleicht A-Jugend, wenn du eine einheitliche Spielidee hast. Genauso, wenn die Marke im Variablen ist, und ich sage, ich finde nur die erste Mannschaft geil, dann kann ich nur zur ersten Mannschaft gehen. Die zweite wird eh was ganz anderes, also zweite Mannschaft oder die Jugendmannschaften werden eh was ganz anderes spielen, was ja auch gut ist. Aber dementsprechend kann ich vielleicht die Fanbase ein bisschen besser bei mir halten, wenn ich vielleicht eine einheitliche Spielidee habe. Und auch wenn ich dann nicht mehr so viel ändern kann. Und es ist natürlich auch das Problem, wenn wir jetzt mal auf die Konkurrenz gucken, wenn die mich entschlüsselt hat, dann wird es dann halt sportlich auch schwierig. Und da dann Lösungen zu finden, ist nicht so ganz einfach. Aber dass es jetzt was komplett Neues ist, das erwarte ich auch gar nicht. Und im Prinzip ist es ja auch so, du grenzt dich ja schon als Marke ab, wenn du dann etwas ein bisschen mehr machst als die Konkurrenz. Also wenn die Konkurrenz jetzt immer tief steht und du läufst halt irgendwie im Mittelfeldpressing an, dann ist das schon eine Markenposition, oder dann kann das schon als Element der Markenpositionierung gewählt werden, meiner Ansicht nach. Generell sollten wir vielleicht nochmal auf den Ausbildungsweg im Nachwuchs eingehen. Da ist es normalerweise so, dass ein Grundlagenbereich so, ich glaube so bis zu U14, also U10, U11 bis zu U14 ist so ein Grundlagenbereich. Da machen die meisten Vereine, geben noch keine feste Position, was ich sinnvoll finde. Und dann geht's auch, wenn es dann da Richtung 9er bzw. 11er Feld geht, dann geht's langsam in die Position rein. Dann ist so, also U14 bis U17 dann irgendwie so ein Aufbaubereich, nennen das viele. Und dann der Übergangbereich ist dann U17 bis U19, U21, beziehungsweise dann halt den Übergang zu den Profis.
dann, wenn ich mir jetzt nochmal angucke, welche Auswirkungen das die beiden. Also man kann natürlich auch eine ganz andere Marke als Nachwuchs nehmen. Da finde ich, also es gibt einfach einen, ich weiß gerade nicht, welcher das ist, der hat sich sehr medizinisch positioniert. Der hat gesagt, der sagt, ja, wir bilden Fußball aus und ja, es kann erfolgreich werden, sportlich, aber was wir garantieren können, ist, dass die Jungs, die das die Akademie verlassen, die werden psychisch und körperlich in einem Top-Zustand entlassen, wenn oder verlassen das in einem Top-Zustand und haben sich entwickelt. Das sind halt die Themen, die sie dann nennen. Und das ist natürlich eine ganz andere Positionierung, so überhaupt nicht sportlich, aber ich finde, das ist eine sehr intelligente Positionierung, weil viele Eltern, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein Elternteil und mein Junge könnte ein bisschen gut kicken, und ich lasse ihn dann spielen und plötzlich verletzt er sich und dann wird ihm aber da nicht richtig geholfen und ich muss mich dann selbst um irgendwelche Ärzte kümmern und habe das Gefühl, ich bin komplett aufgeschmissen, und fühle mich im Stich gelassen, dann ist es sehr, sehr, sehr schlecht. Und aber wenn man das dann umsetzt und sagt, ja, wir kümmern uns drum, ja, er hat jetzt einen Kreuzbandriss, wird 1,5 Jahre ausfallen. Wir gehen nicht davon aus, dass er es schafft, danach sich wieder ranzukämpfen. Aber diese 1,5 Jahre stellen wir ihm die besten Ärzte zur Verfügung, wir stellen ihm die besten Mentaltrainer zur Verfügung, die wir haben. Und dementsprechend, dass er nach den 1,5 Jahren gesund ist und die richtigen Wege gehen kann. Oder einen anderen Weg einschlagen kann. Und sowas finde ich sehr interessant. Und was ich das Gefühl habe, was relativ häufig passiert, ist so am Erfolg. Und dann ist so Erfolg, wenn so, ich finde, das ist schon ein großer Erfolg, wenn man sagt, aus jedem Jahrgang schaffen so 2 bis 3 den Sprung in Profikader oder irgendwo im Profibereich. Das ist schon ein Erfolg. Aber wenn ich mir überlege, ein Kader hätte 25 Mann. So, dann sind das halt nicht viele prozentual und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich es vielleicht dann nicht schaffe. Das kann natürlich so nicht direkt kommuniziert werden, dann wird eher gesagt, das ist ein super, ein Top-Ergebnis. Und dann ist die Frage, wie man aufgefangen wird. Ja, es gibt wieder weiterhin die schulische Ausbildung und so weiter, aber das ist jetzt, aber. Das ist also alles, was Pflicht ist, wird dann gemacht, aber mehr nicht, ist dann, finde ich, immer ein bisschen schwierig. Und ja, also ich bleibe dabei. Meine Meinung ist, ich finde das mit dem einheitlichen, mit der einheitlichen Spielidee, mit der einheitlichen Spielphilosophie im Prinzip geiler, auch wenn der Aufwand am Anfang sehr, sehr, sehr hoch ist und dauerhaft auch hoch bleibt. Das ist ja nicht so, dass man das jetzt relativ, dass das jetzt irgendwie einfach wäre. Und ich glaube, dass die Marke dadurch eine größere Strahlkraft bekommt und variabel ist genauso aufwendig, die richtigen Trainer zu finden, wenn man variabel ausbilden will. Aber ich glaube, die Marke ist dann stärker, wenn man einheitlich ausbildet. Und ich glaube auch, dass der Sprung dann vom Jugendbereich in den Profibereich leichter ist, als wenn man variabel ausbildet, dann einen Spieler hat, der vom Profitrainer nicht eingesetzt wird, weil er nicht passt, obwohl er vielleicht die Stärken hätte. Und dann muss er sich irgendwie präsentieren, dass er dann irgendwie irgendwo anders unterkommt. Und das ist dann halt immer sehr kompliziert. Und ja, mich würde interessieren, welche Ausbildungsphilosophie ihr da so am besten findet. Ob ihr sagt, es ist eigentlich ganz gut so von der Marke her, wenn jeder oder wenn viele Vereine sagen, sie bilden ganzheitlich aus. Ob ihr eher ein Fan davon wärt, variabel auszubilden oder eher nach einer Spielidee, nach einer fixen Spielidee auszubilden. Und was mich noch interessieren würde, wäre, wie ihr das seht, wie der Nachwuchs in Deutschland aktuell aufgestellt ist, wie er sich jetzt entwickelt, auch durch diese DFB-Akademie, die sie da gerade neu bauen. Und
ja, jetzt probiere ich einfach nochmal was aus. Ihr könnt eventuell hier, ich glaube hier, direkt das nächste Video gucken von den letzten Wochen. Falls ihr da eines noch nicht gesehen haben solltet, guckt auf alle Fälle mal rein und teilt mir gerne eure Meinung mit in den Kommentaren und teilt das Video mit allen Leuten, die es interessieren können.